Ich habe schon früher immer gedacht, dass Zocken gemeinsam eigentlich am meisten Spaß macht, weil sonst wirkt es ja so unsozial. Dabei kann das total sozial sein. Guten Morgen, Games-Experte Magnus von Keil. Guten Morgen. Du hast uns nämlich mal ein paar Spiele mitgebracht, wo man auch nicht nur zuguckt und einer zockt, sondern da muss man wirklich Teamwork beweisen. Richtig, auch wir sind soziale Wesen. Kiwi heißt das erste Spiel. Ja, ich bin so ein bisschen abgetaucht in die Archive, um zu gucken, was gibt es für tolle Spiele, die man zu zweit spielen kann. Und da bin ich wieder über dieses hier gestolpert. Hier geht die Reise nach Australien. Wir spielen zwei Postangestellte namens Jeff und Deborah. Und ja, Jeff und Deborah sind Kiwis. Cool. Natürlich. Und die beiden leiten ein Postamt. Australien ist ein sehr merkwürdiges Land. Und hier geht es wirklich darum, wir müssen Briefe verschicken. Wir müssen Pakete richtig sortieren. Wir haben natürlich auch mit Hindernissen zu kämpfen. Ne? Es gibt Gewitter, es gibt Sandstürme, es gibt die fiesen Postfliegen, die alles wieder durcheinander bringen. Es gibt ja die wildesten Tiere da unten in Down Under. Also es ist ein super süßes Spielkonzept und der Clou ist, es funktioniert halt am besten, wenn du es gemeinsam tust, im Teamwork. Also ein wunderschönes Spiel, ich habe mich wieder so sehr verliebt in Kiwi gerade. Es klingt halt so nach Leichtigkeit. Süße Tiere und bunte Bilder, das mögen wir sehr. Was wir auch immer mögen zusammen, ist musizieren, Musik machen. Und klar, jetzt hat man nicht immer das Lagerfeuer und die Gitarre vor der Tür, dann kann man es ja zu Hause machen. Ja, vorausgesetzt, man kann es. Spielst du ein Instrument? Kannst du musizieren? Ich habe mal lange, lange her. Klavier, seit 15 Jahren nicht dran gesessen. Das ist leider, glaube ich. Aber dann ist es hier auch überhaupt nicht schlimm, weil hier ist das gar nicht unbedingt die Voraussetzung. Obwohl es ums Musizieren geht. Dieses Spiel heißt Disaster Band. Der Name ist Programm. Okay, wir beginnen erstmal damit, dass wir uns einen Song aussuchen. Dann suchen wir uns ein Instrument aus. Ja, und dann wird musiziert. Und je nachdem, wie gut du die Töne triffst, kriegst du Punkte dafür. Ich habe mich mal, um das mal zu verdeutlichen, wie das funktioniert, ich habe das zu Hause mal aufgenommen. Ich habe mal die deutsche Nationalhymne intoniert. Vielleicht schauen wir da mal kurz rein, dann erkläre ich dir, wie das funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Nicht so, indem du nach oben und nach unten drückst, sondern du bewegst den so in der Luft hoch und runter. Also körperlich auch noch aktiv. Ganz genau. Und wir hören jetzt auch kurz diese... Also hier kommt es nicht unbedingt drauf an, das genau tongenau zu machen. Und das Tolle ist, du kannst das mit mehreren Menschen gemeinsam tun. Ich wollte gerade sagen, das vier Leute, fast wie so ein Partyspiel. Mhm, da freuen sich die Nachbarn, kann ich schon mal vorweg schicken. Also es ist ein super niedliches Spiel, gibt es ab sofort auch für alle Konsolen. Und das Tollste ist ein Spiel aus Deutschland. Es kommt aus Karlsruhe. Wie schön, das supporten wir noch, die Karlsruher ein bisschen. Ein bisschen emotional kann es auch werden. Brothers, A Tale of Two Sons. Ja. Das wirkt schon so... gefühlvoll. Ja, ich habe ja einen Bruder, ich weiß, wie das ist. Bruderliebe ist eine sehr starke Liebe. Oh. Und hier spielen wir zwei Brüder in diesem Spiel. Hier sehen wir die zwei. Die Mutter ist schon vor längerer Zeit verstorben und jetzt ist auch der Vater schwer krank. Das Einzige, was ihn retten kann, ist ein Schluck vom Wasser des Lebens. Was wir natürlich erstmal finden müssen. Das heißt, wir machen uns auf die Reise, auf eine sehr abenteuerliche Reise in diesem Spiel. Das kam raus vor gut 10 Jahren und ist jetzt im vergangenen Frühjahr nochmal in einer komplett neu überarbeiteten Fassung erschienen. Wir sehen hier die Bilder. Es ist grafisch sehr, sehr, sehr beeindruckend, sehr märchenhaft. Und hier können wir auch zum ersten Mal in dieser neuen Fassung zu zweit spielen. Also jeder übernimmt dann die Rolle jeweils von einem Bruder. Und es ist eine Geschichte, die wirklich so zu Herzen geht. Mich hat das so gerührt. Also ich habe es vorhin schon gesagt, wenn Sie ein menschliches, empfindendes Wesen sind, legen Sie sich die Taschentücher bereit, weil die brauchen Sie hier. Und das ist ja dann fast schon eine Mischung aus Film gucken und selber zocken. Das finde ich dann auch irgendwie cool. Das ist so wirklich Entertainment am Abend. Wir kommen hier auch zu Entertainment, wenn man zum Beispiel gerne mal so Gaming-Shows guckt. Und ich gucke dann da häufig zu und denke so, oh, ich würde auch so gerne mal so Spiele zocken. Also so Dinge, wo so ein bisschen Spannung passiert und man muss irgendwie im Teamwork zusammenarbeiten, würde man ja im normalen Leben nie machen. Nee. Mit Keep Talking and Nobody Explodes kommt so ein bisschen das Gefühl auf. Es sei denn, man hat aus irgendwelchen Gründen eine Bombe plötzlich zu Hause stehen in seinem Wohnzimmer, weil genau das passiert hier. Wir müssen nämlich eine Bombe entschärfen innerhalb eines Zeitrahmens und wir wissen, wie das bei Bomben so ist. Ein falscher Handgriff und das Ding fliegt uns um die Ohren. Hier ist es allerdings so, wir spielen das ja zu zweit. Wir, Spieler 1, sehen lediglich diese Bombe vor uns, haben sonst keinerlei Informationen und der zweite Spieler, der sieht die Bombe nicht, hat aber Zugang zu allen Informationen, wie diese Bomben funktionieren. Spielt man lieber als beste Freunde und nicht als Paar. Ja.
Ja, gute Idee. Ich habe das mit meinem Bruder gespielt und es ist dann tatsächlich so, weil das ist dann wie in so einem Actionfilm. Du bist dann so, nein, du musst jetzt das rote Kabel durchschneiden, aber nur, wenn es keine gelben gibt. Also es ist dann wirklich, wirklich ordentlich Adrenalin dabei. Sehr, sehr lustig. Wir haben sehr gelacht dabei. Das stelle ich mir wirklich sehr spaßig vor. Mhm. Wenn wir ja zu zweit spielen, dann finde ich den Namen It Takes Two doch sehr plakativ. Allerdings. Und da kann ich auch gleich vorweg schicken, das ist eins der Spiele, die dieses Konzept des gemeinsamen Spielens wirklich ja noch mal so komplett neu definiert hat. Das kam 2021 raus. Wer es nicht kennt, wir spielen hier das Ehepaar, wie heißen sie, Cody und May, die zwei. Die sind kurz davor, sich scheiden zu lassen und kabbeln sich eigentlich nur die ganze Zeit. Jetzt werden sie natürlich auch noch mit einem Fluch belegt und sind auf einmal winzig, winzig klein, so groß wie ein Streichholzschächtelchen. Und um diesen Fluch wieder rückgängig zu machen, müssen sie zusammenarbeiten. Die müssen sich einfach zusammenreißen jetzt, weil Teamwork ist alles in diesem Spiel. Das heißt, wir spielen miteinander, nicht gegeneinander. Wir müssen uns austauschen, müssen uns gegenseitig helfen. Und ein wundervolles Spiel, wenn Sie es noch nicht kennen, It Takes Two ist eine große Empfehlung, auch nach all den Jahren noch. Also, gemeinsam zocken kann viel Spaß machen. Magnus von Keil heute Morgen bei uns. Vielen Dank dafür. Zu gern. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken. Oder ihr abonniert einfach unseren Kanal. Oder könnt, noch am allerbesten, links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.